Willkommen bei uns und ja, es geht los. Fokus, 18. Dezember, Finale. Zum Start ins WM-Jahr geht es jetzt erstmal in die Vorbereitungen für die ersten Testspiele der Nationalmannschaft. Am Samstag schon startet gegen Israel das Katar-Casting. Klare Anweisungen und jede Menge Engagement. So lässt sich der erste Arbeitstag von Hansi Flick im wichtigen WM-Jahr zusammenfassen. Die Forderung ist auch, die WM hier schon im Kopf zu haben. Ja, und du kannst dich nicht über Nacht auf so ein Turnier vorbereiten. Und da bin ich der festen Überzeugung. Und deswegen teile ich absolut die Forderung von Hansi. Das bittere Vorrundenaus in Russland längst vergessen. Für die Weltmeisterschaft 2022 lautet der Plan Titelgewinn. Für mich gibt es da nur ein Ziel, was ich habe, und das ist der Weltmeistertitel. Und das haben wir uns auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir eine Vision haben. Große Ambitionen, große Träume. Einen Dämpfer gab es allerdings vor einer Woche. Hoffnungsträger Florian Wirtz zog sich gegen seinen Ex-Club Köln einen Kreuzbandriss zu. Die Bundesliga-Saison gelaufen, ein Einsatz in Katar ungewiss. Er ist A, jung, er ist auch ein leichtfüßiger, ja, eher schlankerer Spieler, wo ich auch immer guter Dinge bin, dass sie das noch ein bisschen schneller verkraften, als wenn es natürlich ein schwerer Brocken ist und da arbeiten muss. Und wir werden natürlich auch in Abstimmung mit dem Verein alle mögliche Unterstützung geben. Mit Israel wartet jetzt der erste kleine Prüfstein auf die Mannschaft. Der Wunsch der Trainer war, dass wir einen starken Gegner, einen etwas weniger starken vom Namen her Gegner finden. Das Casting ist eröffnet. Am Samstag startet der lange Weg nach Katar so richtig. Und der soll beim Turnier Ende des Jahres einen krönenden Abschluss finden. Der Terminplan der deutschen Fußballnationalmannschaft ist pickepacke voll. Es gibt ja noch viel zu tun bis zur Weltmeisterschaft in Katar. Und die Zeit, die der Nationalmannschaft bleibt, um sich einzuspielen, die ist echt knapp. Deshalb gab es heute im Training schon eine sehr intensive Einheit. Man stellt sich auf den Gegner Israel ein, der natürlich simulieren soll, wie man dann spielen muss, um gegen defensive Gegner auch wirklich gut kicken zu können. Und am Dienstag dann natürlich die offensive Variante gegen die Niederlande. Heute am Nachmittag stiegen die Jungs dann in den Bus. Es gilt, etwas Werbung in eigener Sache zu machen. Marketingmaßnahmen heißt das dann im DFB-Deutsch. Und so wird es die Woche weitergehen, denn der Bundestrainer weiß natürlich, nur eine eingespielte Mannschaft, die auch wirklich auf dem Platz zusammen funktioniert und das Thema Konzentration und vor allem Zusammenhalt und Teambuilding, das hat er ja immer betont, wie wichtig ihm das ist, das alles steht in den nächsten Tagen noch an. Und wenn es nach der Stimmung geht, dann ist die deutsche Mannschaft schon relativ weit. In Neu-Isenburg, Uli Köhler, Sky Sport News.